Aha, irgendwas schießt schon wieder auf mich. Ah. Eine Unsitte. Ja, ich weiß nicht, von wo. Brauchen unseren So. Dutchman. Ja, der kann Pfeil und Bogen. Ganz da hinten ist Unser auch Robin ein Hood. Skelett. Robin Hood, Robin Hood, Robin zeig's Hood, Robin ihm. Hood. Einmal hier durchlaufen und bitte das Skelett erledigen. Ah, So. da steht er ja, der böse Bube. Inmitten von Pilzen. Ja, das ist, der Und ist auf falsch und roter. Pilze. Dumpfbacke. So, weg ist er. Genau. Da unten ist ein Creeper. Es sind wenig Monster bisher, also mich wundert das irgendwie. Ich kenne das, dass man hier mehr Monster hat. Ach, da unten ist ein Und schon Zombie. wieder eine Schlucht. Ja, also hier eine Schlucht und da eine Schlucht. Überall sind Schluchten. Von hier aus wunderbar zu sehen. Also es ist ja irre. Kaum ist man irgendwie unterwegs, schon findet man was. Ja. So. Da ist auch noch eine Schlucht. Bauen wir hier mal so einen Einwegabstieg. So. Oh Gott, wie soll man denn das hier alles erforschen? Das ist ja Hammer. Das geht Ja. gar nicht. Das ist ja voll krass. Oh. Das können wir jetzt noch nicht mal zu dritt erforschen hier. Fehlt uns eigentlich nur noch eine alte Mine zu unserem Glück, Ja, ne? genau. Jo. Das wäre noch. Das wäre jetzt noch die Krönung. Das wäre wirklich die Krönung. So. Ich sehe da von oben deine Gesteinssplitter Ja, ich baue runterplumpsen. schon wieder Treppen. Ich habe so viele Treppen mitgenommen. Da unten rennt noch ein Zombie rum. Ja, den holen wir uns. Oh, erstmal. Oh. So. Ich bastel ja so gerne Treppen. So. Ach, und da steht ein Creeper verschüchtert in der Ecke. So gehört sich's. Hat Der schon hüpft Angst von aber immer dir. rum. Der jumpt hier von oben nach unten. Komisch, mit den Pfeilen treffe ich ihn gar nicht. Dem Der irgendwie ist gar unten nichts aus. drunter. Ja, er hüpft aber auch nach oben. Das ist ein Anzeigebug. Denk nur unten links. Ah ja. Wenn ich nach unten ziele, dann treffe ich tatsächlich. Okay, Bursche. Schicksal besiegelt. So. Wir Wünsche mir so basteln einen dann mal Engel den nicht Weg auf. nach da unten, dass man da unten dann auch wieder hier hochkommt. Und dann bin ich auch endlich meine ganzen Steinstufen los, den ich ja viel zu viele mitgenommen habe. Ach na ja, wer weiß, wo wir hier noch überall hinkommen. Ja. Ja. Autsch. Wie viele Nö, das war nur weiteren meine. Schluchten? Meine Spitzhacke. Die da jetzt draufgegangen ist. So. Naja, da oben ist er. Ja, nee, aber. Let's Player hatten wir ja angesprochen, du musst heute schon mehr als je, mehr als früher, darauf achten, dass du dich halt abhebst, irgendwas Individuelles machst, was dich halt von allen anderen unterscheidet. Na? Es gibt halt Weil es gibt einfach jetzt immer mittlerweile mehr zu Leute, die viele. Let's Playen und dann muss man halt schon ein bisschen aus der Masse Ja. hervorstechen, ansonsten geht man unter. Ja. Dutchman hat ja seine Ja. Spezialsachen, indem er einfach diese megamäßige Überlänge hat. Und wir, ich weiß nicht, Ja, wir haben das ja halte schon ich. mal, dass wir jetzt halt zu zweit das machen, das ist ja schon mal Ja, was genau. anderes. Ja. Und dass ich ein Mädchen bin, oh mein Gott, ist ja Ja, auch das ist nochmal natürlich der die Busenbonus. ganz große Ausnahme, ne? Ja, Mädchen Kennt ja gibt es ja niemand. überhaupt nicht. Das Mädchen, ist die ja Computerspiele spielen. ganz Oh mein schrecklich, Gott. genau. Ja. Hat man ja Gibt noch es nie sowas gesehen. überhaupt? Was, bist du wirklich ein Mädchen? Ja, ich habe Busen, na so. Stehst du unter Naturschutz? Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, oder halt auch das Format, was ich halt mit Minecraft mache, das Let's Showplay, halt dieser Mix aus Let's Show und Let's Play. Das ist ja auch eine Sache, die nicht allzu viele machen. Ja. Das haben wir ja jetzt Sowas auch halt. übernommen Ja, von dem Dutchman. ist ja auch nichts, überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ja, sonst wärst du ja Gut nicht bei Let'splay jetzt uns, sonst hätten wir eigentlich. ja Krieg Ah hier. ja, genau. Ach, Quatsch. Unser Dutchman ist immer willkommen. Genau. Ja, und halt so Sachen zusammen zu machen, das ist natürlich auch ein Weg. Um berühmter zu Weiterzukommen. werden, sozusagen. Ja, einfach, dass man halt von anderen, von neuen Leuten gesehen wird, die einen bisher noch nicht kennen, ne? Ja, Das ist Zusammenarbeit, das halt. machen wir ja auch, unser Ja, genau. Frauenforum, hier Matakuri-Forum mit Ja, der genau. Ja, Matta und die sowas zum Lori und Beispiel, ne? ich. Ja, genau. Ne? Wir arbeiten ja auch alle zusammen. Aber dafür ist man ja auch ein Team. Genau, wir sind ein Team. Was zusammen zu machen. Oh. So, Und und dann dann holen wir noch. uns da oben mal das Eisen. Diese Schlucht, die ist so unheimlich. Ihr lauft da unten rum, ich laufe hier oben rum. Aha, na, ich bin gerade irgendwie so in der Mitte. Okay. Weiß jetzt aber nicht, wo ihr seid. Ne, jetzt bin ich auch unten, aber ich gehe jetzt einfach mal den Treppen lang. Ah, jawohl, da sehe ich's. Ja, dafür Alles baue ich die bestens. Treppen ja überall hin, dass wir uns nicht verlaufen. Ich verlaufe mich sonst immer. Ach so, jetzt sind wir hier wieder an dem großen Teich, wo wir abgestiegen sind. So, und das Wo magst Eisen du aus jetzt der entlang? Decke. Da komme ich gar nicht dran an das blöde Eisen. Müssen wir erstmal ein bisschen bauen hier. Es sind so wenig Monster hier. Normal werde ich immer erschlagen von Monstern und jetzt sind so wenig Monster hier. Du bist halt mit zwei Kerlen Ja, die unterwegs. hauen mir alle vor der Nase weg. Da kann ich hier gar keine Heldin mehr Wir sein. beschützen dich. Wir beschützen dich sogar, auch wenn wir nicht bei dir Ja, sind. genau. Ja, Ich genau. töte Ja, die wir Monster schon sind. Kilometer weit entfernt und dadurch habe ich hier kaum welche. Wir wirken halt einfach abschreckend. Genau. Oder das. So. So. Ja, Also wir freuen uns auf jeden Fall, ist die dass der Frage. Dutchman jetzt mit uns hier aufnimmt. Das macht sehr viel Spaß. Ja, natürlich, mir auch, ganz klar. Wo seid ihr denn jetzt wieder mal? Also ich laufe immer noch da oben rum, wo ich die Treppen gesetzt habe und baue hier Eisen ab. Bin hinter dir. Ah ja, okay. Wie gesagt, sie läuft immer noch da oben rum, wo sie Treppen gebaut hat. Ja. Da, wo ich eben, wo ihr eben rumgelaufen seid, da habe ich eine Treppe gesetzt und habe mir gedacht, dann bleibe ich gleich auf der Ebene und baue hier das Eisen ab. Jemand so mal suchen. Ja, würde ich nämlich auch gerade Jetzt gehen die sagen. Frauen immer verloren hier. Sind nicht nur Mangelware, sondern gehen auch verloren. Müssen sie ja beschützen. So viel Testosteron, das halte ich gar nicht aus. Ja, also mein Denn? Freund hat mich Ah ja. gefunden. Okay, jawohl. Wo ist Ich denn der? behalten. Da ist der Dutchman. Ich hab's gefunden, Ja, darfst du es jetzt wunderbar. behalten? Ja, darfst mich behalten. So. Ach, siehst du, Happen essen könnte man auch mal wieder. Aber nicht genau hinter mir, da erschrecke ich mich immer so tierisch. So. Ja, ich dachte einfach, ich mache hier mal Okay. die Ebene einfach mal so durcherforschen. Ja. So, ich habe 45 Eisen. 45, Ja. nicht schlecht. 45? Ja. Ich habe 64, 28 Oh Gott. und knapp 90. Boah. Ja, kann ich mir vielleicht auch mal eine Eisenrüstung bauen. Ja, also hier ist jetzt Oh. nichts mehr. Hier kann man jetzt wirklich diesem Wasserfall folgen und dann. Oh. Miau. Hier wart ihr ja eben schon. Jo. Hier ist also gar nichts mehr zu finden. Wahrscheinlich ist ja alles fertig erforscht. Nee, da ist die Schlucht zu Ende und. Aber sieht alles fertig erforscht, noch lange nicht. Ich guck mal, wie viel dunkel hier noch ist. Und da muss noch Kohle in der Wand und So. da ist noch. Da können wir noch ein paar mehr Fackeln machen. So, jetzt haben wir Fackeln. Können hier alles schön ausleuchten.
Es sind trotzdem wenig Monster. Also das letzte Mal, wo wir in der Schlucht waren, da wurden wir so von Monstern erschlagen. Aber wir haben ja auch noch keine Spawner gefunden. Also vielleicht haben wir... Wortwörtlich erschlagen. Die sind von der Decke runtergekommen. Ja, die sind von der Decke runtergekommen und uns die ganze Zeit auf den Kopf geknallt. Und haben die einfach nicht gekriegt, dass die aufgehört haben. Nicht gefunden, wo die herkamen. Die kamen aus jedem Loch. Aha. Da hatten wir auch so eine Doppelschlucht. Ja. Und dann kamen die da immer rausgepurzelt. Da kann man immer sagen, Creeperfeld. Puff. So, schauen wir mal. Oh, hier haben wir noch Kohle. So. Ja, ich baue jetzt auch die Kohle ab, weil ich noch ein paar Fackeln machen möchte. So. Weil es generell immer so schade ist, wenn man aus Holz Kohle machen muss. Ja. Obwohl es ja eigentlich Holz unendlich gibt. Ja. Ja, ich kann euch ja noch so ein bisschen was erzählen, was bei mir auf dem Kanal so abgeht. Das könnte mir Dashman ja eigentlich auch erzählen. Der hat ja jetzt, genau, du hast doch dieses neue Spiel angefangen. Ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Ich habe nur gesehen, dass es ein DOS-Spiel ist. Vielleicht magst du uns darüber ja was erzählen. Ja, ach, oh, Herrscher der Meere. Richtig, DOS-Spiel. Aus dem Jahre 97. Obwohl es dort schon Windows 95 gab, aber ja, ist ein... Ich spiele ja ein Spiel aus 1998, mein Might and Magic 6, könnt ihr mal gucken. Ja, stimmt, habe ich ja auch mal reingeguckt, ja. und ist halt ein DOS-Spiel, ein Strategiespiel, wo es ja darum geht, natürlich die Welt zu erobern. Und zwar spielt es in der Zeit 1540 und folgendes, also 16. Jahrhundert, das große Zeitalter der Entdecker. Herr Seefahrt, richtig. Man ist also auch hauptsächlich zu Schiff unterwegs. Er muss je nach Schwierigkeitsgrad erstmal die Welt ein bisschen erforschen, also die ganzen Häfen entdecken und kann dann dort in den Häfen Plantagen bauen, kaufen. Also so ein bisschen wie und muss dann die Waren hin und her fahren und damit seinen Gewinn machen. Ja. Und dann kann man sich halt für das Geld neue Schiffe kaufen, damit mehr Waren transportieren und so weiter und so fort. Also ist quasi sozusagen der Vorgänger von Anno, oder? Richtig. Wobei es sehr viel einfacher ist natürlich gestrickt als Anno. Ne? Aber... Ah ja, hier geht's lang. Okay, da hat jemand Holz verbaut. Ich weiß auch nicht. Linde. Schatz? Schatz, hast du da Holz verbaut? Ich doch nicht. Nee. Nein. Nein. Eine alte Mine. Na, sicher ist hier eine alte Mine. Naja. Ich hab das eben mühevoll abgeschlagen und du haust das jetzt hier rein als Baumaterial. Das hätte jetzt nur wirklich noch gerade gefehlt, eine alte Mine hier zu entdecken. Ja, vielleicht kommt ja noch eine. Ja. Ich klebe jetzt hier mal so ein bisschen an der Decke entlang und beleuchte die Decke mal ein bisschen. Aha.